Für die nächste Geschichte müssen wir 75 Jahre zurückspringen. Es ist die Nacht vom 1. auf den 2. April 1944 in Nordfrankreich in dem Dorf Asque. SS-Soldaten zerren nachts Männer aus dem Schlaf. Roland Bond, damals 10 Jahre alt, erinnert sich. Da war plötzlich Lärm. Ich hörte große, schwere Stiefel, die die Treppe heraufmarschieren. Und ich oben in meinem Bett dachte, was ist das? Es waren die Deutschen. Ihr Vater wird in dieser Nacht mitgenommen, dann erschossen. Ein Racheakt der Nazis an Unschuldigen. 1949 wird Karl M. in Frankreich dafür verurteilt, in Abwesenheit. Das Urteil konnte nie vollzogen werden. Heute ist er 96 Jahre alt, lebt in Niedersachsen. Und unsere Kollegen von Panorama haben ihn kürzlich gefragt, bereut er heute, was er damals getan hat? Nein, gar nicht. Gar nicht. Warum soll ich das bereuen? Er bereue nichts. Dieses Interview hat in seinem Heimatort Nordstemmen bei Hildesheim eine Diskussion ausgelöst. Das ist natürlich schlimm, aber man sollte ihn nicht mehr in die Öffentlichkeit zerren. Das ist meine Meinung. Vielleicht hat er das auch gemacht, weil er es machen musste. Aber das ist nicht in Ordnung. Der hat ja mitgeholfen, Leute zu töten. Also ist es 70 Jahre her, ne? Also ich finde es lächerlich. Was finden Sie lächerlich? Ja, dass man über das noch diskutiert jetzt. Warum? Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit oder nicht? In Nordstemmen wurde bislang über den SS-Mann Karl M. nicht öffentlich diskutiert. Bis zum Panorama-Interview, in dem er die Verbrechen der SS leugnet. Was haben wir dem Krieg verbrecherisch gemacht? Die SS hat nichts Verbrecherisches gemacht. Im Krieg nicht. Karl M. ist in Nordstemmen geboren, hat sein ganzes Leben hier verbracht, bis auf die Zeit in der Waffen-SS. Seit Jahren engagiert er sich in der Gemeinde, ist ein angesehener Bürger. Er war immer ein netter, zurückhaltender Mensch. Er hat in der Ortschaft Nordstemmen im Kultur- und Heimatverein sehr rege mitgebracht. Hier ins Nachbarschaftszentrum kam er regelmäßig, war aktiv in der Plattdeutschrunde und in der Geschichtswerkstatt. Karl M., der nette Mann von nebenan. Manch einer wusste um seine SS-Vergangenheit, dass er ein verurteilter Kriegsverbrecher ist und auch, wie er bisweilen über diese Zeit spricht. Ich kann nicht ausschließen, dass da auch mal ein Satz gefallen ist, den man heute nicht so stehen lassen würde. Was war denn das zum Beispiel, was er so gesagt hat? Naja, es ging schon, ob das mit den Juden so mit den Zahlen so richtig ist. Und na gut, dann kann man schon sagen, oder habe ich vielleicht auch gesagt, dass die Zahlen ja nicht das Entscheidende sind, sondern das überhaupt und so. Aber das war auch müßig, da nun gegen anzugehen. Abgebucht unter unbelehrbarer alter Mann. Und so zeichnet ihn der Heimatverein Mitte vergangenen Jahres sogar noch aus, wegen seiner besonderen Verdienste um das Plattdeutsche in Nordstemmen. Nur wenige Monate später dann das Interview bei Panorama, in dem er nicht nur ein Massaker seiner SS-Einheit in Frankreich rechtfertigt, sondern auch öffentlich die Nazi-Zeit verherrlicht. Würden Sie sich so jemanden wie Hitler heute eigentlich wünschen? Warum nicht? Der hat doch durchgegriffen. Und das mit den Juden, was ihnen da angehängt wird. Aber er hat ja Millionen Menschen umgebracht. Ja, dieses lassen. Mit den Millionen, da sollte man vorsichtig. So viel Juden hat es da hier gar nicht gegeben bei uns. Hat man es jetzt schon widerlegt. Wie haben Sie denn das Interview und seine Äußerungen dann wahrgenommen? Ich fand es einfach nur schrecklich. Ich habe mir gedacht, Karl, halt doch die Klappe. Aber nein, das war schon schlimm, ja. Hat ja immer noch einen draufgesetzt, ne? Nun ist es öffentlich. Abtun, ignorieren geht nicht mehr. Der Heimatverein schließt Karl M. aus, nimmt die Ehrung zurück. Dass er sich öffentlich so äußerte, hat in Nordstemmen viele schockiert. In ganz unterschiedlicher Hinsicht. Man sollte es thematisieren, aber ich sage mal nicht so in der Öffentlichkeit. Weil damit wird Rechtsradikalen erstmal wieder weiterer Nährboden gegeben. Andere werden wieder darauf aufmerksam auf diese Sachen.
Je mehr Aufmerksamkeit für den Fall, desto besser, sagt Ratsmitglied Lutz Löbel. Auf seine Initiative hin hat der Gemeinderat die Äußerungen von Karl M. in einer öffentlichen Erklärung verurteilt. Man wird ihn weder bekehren und belehren, noch kann man ihn bestrafen für die alten Sachen. Aber ich glaube, für die nachfolgenden Generationen, für hier und jetzt, ist es wichtig, einfach das nochmal zu benutzen und aufzuarbeiten. Den Fall Karl M. als Chance sehen, die NS-Zeit aufarbeiten oder doch einen Schlussstrich ziehen. Endgültig scheint diese Frage hier in Nordstemmen noch nicht geklärt zu sein. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen Karl M. eingeleitet wegen Volksverhetzung. Wir sind eins. ARD.